Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie einen Ordner wiederherstellen, der versehentlich von einem Computer gelöscht wurde. Informationen zu verschiedenen Wiederherstellungsmethoden unter Windows sowie zu dem Programm, mit dessen Hilfe die Wiederherstellung ohne Software von Drittanbietern nicht möglich war. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie versehentlich den gewünschten Ordner vom Desktop oder von einem anderen Ort auf dem Computer gelöscht haben, verzweifeln Sie nicht. Sie können versuchen, ihn ohne Software von Drittanbietern wiederherzustellen. Stornierung von Maßnahmen oder Tastenkombinationen. Wenn Sie also gerade das Paket mit den erforderlichen Daten gelöscht haben, können Sie es durch Drücken der Tastenkombination Win plus Z wiederherstellen. Wenn Sie den Ordner löschen und dann die Kombination dieser Tasten drücken oder mit der rechten Maustaste klicken und Löschen abbrechen auswählen, wird er an derselben Stelle angezeigt. Diese Methode funktioniert nur unmittelbar nach dem Entfernen. Wiederherstellung aus dem Papierkorb. Wenn der Ordner zuvor gelöscht wurde, können Sie versuchen, ihn aus dem Papierkorb wiederherzustellen. Öffnen Sie dazu den Papierkorb, dessen Verknüpfung sich auf dem Desktop befindet. Wenn sich das Papierkorb-Symbol nicht auf dem Desktop befindet, rufen Sie zum Anzeigen Einstellungen, Personalisierung, Designs, Desktop, Symboleinstellungen auf und aktivieren Sie hier die Anzeige des Papierkorbs auf dem Desktop. Wir gehen in den Korb, wo wir nach unserem gelöschten Ordner suchen. Danach klicken wir mit der rechten Maustaste drauf und wählen Wiederherstellen. Der gelöschte Ordner wird an derselben Stelle angezeigt. Diese beiden Methoden funktionieren nicht, wenn der Ordner mit den Tastenkombinationen Shift plus Delete gelöscht wurde. Wiederherstellung aus vorheriger Version. Wenn die Daten unter Umgehung des Papierkorbs mit den Tastenkombinationen Shift plus Delete gelöscht oder in den Papierkorb verschoben und anschließend geleert wurden, scheinen die Dateien verloren gegangen zu sein, ohne dass sie zurückgegeben wurden. In diesem Fall besteht jedoch die Möglichkeit, sie wiederherzustellen. Öffnen Sie den Explorer, suchen Sie hier den Ordner, in dem die Daten gelöscht wurden, in meinem Fall den Desktop, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, wählen Sie Eigenschaften und dann die Registerkarte vorherige Versionen. In dem sich öffnenden Fenster befinden sich mehrere Versionen dieses Ordners mit unterschiedlichen Datums- und Uhrzeitsangaben. Hier können Sie sie öffnen und suchen, welche Ordner Sie haben. Wählen Sie dann den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Nach der Wiederherstellung kehrt der Datenordner an seinen ursprünglichen Speicherort zurück. Wiederherstellung aus dem Archiv. Ein anderer Ordner kann aus dem Archiv wiederhergestellt werden. Die Wiederherstellung aus dem Archiv ist möglich, wenn Sie die Dateiversion-Funktion aktiviert haben.
Sie können sehen, wie Sie es in einem der Videos unseres Kanals aktivieren. Der Link befindet sich in der Beschreibung. So stellen Sie einen Ordner aus dem Dateiverlauf wieder her. Wählen Sie im Startmenü Optionen, dann Update und Sicherheit, Sicherungsdienst, weitere Parameter und im Abschnitt zugehörige Parameter die Option Dateien aus aktuellem Backup wiederherstellen, den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche auf Ursprungsspeicher Ort wiederherstellen, wonach alle Dateien an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden. Warenkorb-Dateien und Benutzerdokumente. Wie ändert man den Ordner mit Standarddokumenten? Wenn Ihnen alle oben genannten Methoden zum Wiederherstellen von Daten nicht geholfen haben, hilft Ihnen das Hetman Partition Recovery Programm. Zunächst müssen Sie jedoch wissen, wo Sie nach dem Löschen Ordner suchen müssen. Zum Beispiel Dokumente, Musik, Fotos und Videos werden standardmäßig im aktuellen Benutzerordner C-Users . Die Ordner und Dateien, die vor und nach der Bereinigung in den Papierkorb gelöscht wurden, sollten sich an ihrem früheren Ort befinden und haben nichts damit zu tun. Und das System bringt sie einfach vor den Augen und überschreibt sie in Zukunft, wobei neue Informationen darüber aufgezeichnet werden. Der Papierkorb speichert nur Links zum Speicherort gelöschter Dateien, daher sollte der wiederhergestellte Ordner entlang des vorherigen Pfads gesucht werden, in dem er sich bis zum Zeitpunkt des Löschens befand. Sie können den Speicherort des Standarddokumentordners ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner mit den Eigenschaften klicken und auf der Registerkarte Speicherort auf Verschieben klicken, um den gewünschten Ordner auszuwählen. Oder öffnen Sie das Startmenü, Einstellungen, System, dann Speicher und klicken Sie auf Speicherort zum Speichern neuer Inhalte ändern. Hier können Sie einen Datenträger zum Speichern von Dokumenten als Standard auswählen und dann auf Übernehmen klicken. Infolgedessen wird auf dem ausgewählten Laufwerk ein Benutzerordner mit Dokumenten angezeigt. Stellen Sie daher während des Wiederherstellungsvorgangs sicher, dass der Standardpfad Endeneinstellungen nicht geändert wurde, bevor Sie nach einem Ordner am alten Speicherort suchen. Die Wiederherstellung von Hetman Partition. Um einen Ordner mit dem Programm wiederherzustellen, müssen Sie ihn herunterladen und ausführen, den Datenträger auswählen, auf dem der gewünschte Ordner gespeichert wurde und dann die Art der Analyse im Wiederherstellungsassistenten auswählen. In meinem Fall wurden die Dateien vor kurzem gelöscht, deswegen wähle ich schnelle Analyse aus und klicke auf Weiter und dann warte auf den Abschluss der Analyse, dann ist es alles fertig. Ich suche den gewünschten Ordner, klicke mit der rechten Maustaste drauf und wähle Wiederherstellen. Hier müssen Sie die zu speichernde Methode auswählen und auf Weiter klicken. Wählen Sie dann den Pfad aus, in dem die Daten gespeichert werden sollen und klicken Sie auf Wiederherstellen. Der Wiederherstellungsprozess kann einige Zeit dauern. Fertig. Die Daten wurden im angegebenen Ordner wiederhergestellt. Wenn der Ordner mit den Dateien vor langer Zeit gelöscht wurde oder eine schnelle Analyse Ihnen nicht geholfen hat, führen Sie eine vollständige Analyse durch und versuchen Sie dann, die benötigten Dateien zu finden oder verwenden Sie die Suche.
Um eine Suche durchzuführen, müssen Sie den vollständigen Dateinamen angeben und auf Suchen klicken, dann die gewünschte Datei auswählen und auf die oben geschriebene Weise wiederherstellen. Und das ist alles für heute. Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Stellen Sie die Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.